Bismillah. Bismillah ve salatu ve selam ala Resulullah. İnnel hamdelillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Thumma amma ba'du fe inne asdaqal hadithi kitabullah. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله heute machen wir weiter mit unserem Thema القواعد الأربع die vier Fundamente und wir haben letztes Mal über dieses Thema geredet und haben wir auch gesagt, dass dieses Thema ist sehr, sehr wichtig, weil das um Aqida geht. لأن تعليم العقيدة ist eine Sache, die Pflicht ist. Allah Azza wa Jal nimmt unsere Taten nicht an, wenn wir keine richtige und keine gute Aqida haben. الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Das heißt, jemand, der hier in Dunya war, kann sein, dass auch Kafir war und guten Taten gemacht hat, wird hier in Dunya belohnt. Aber in Akhira hat nichts. Die Taten, was hier gemacht hat, wird dort als Staub finden. لأن الله عز وجل لا يقبل إلا من المسلم. Damit gemeint, ein Muslim wird hier in Dunya und auch in Akhira belohnt. فنسأل الله عز وجل أن نكون على الطريق الصحيح. Und wir haben auch gesagt, dass man nach Wissen strebt, ist auch Pflicht. كما قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Dass man nach Wissen strebt, ist eine Pflicht für jeden Muslim. Muslim, damit gemeint, Muslimun und Muslimen. Weil wenn die Frauen das lesen, die werden auch sagen, aber im Hadith steht nur Muslim. Aber die vergessen, dass auch Rasulullah sagte, An-Nisa'u Shaqa'iqur Rijal. Das heißt, Al-Ahkam, Ahkamul Ibadat wa Ahkamul Islam ist nicht nur für Männer, sondern für Frauen. Deshalb, lieber Bruder, muss man achten, muss man richtig wissen, dass At-Ta'lim, das Wissen, ist sehr, sehr wichtig und sogar Pflicht. Mit dem Wissen kannst du wissen, was haram ist, was halal ist. Mit dem Wissen kannst du auch also das Paradies bekommen. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Die sind nicht gleich, einer der Wissen hat und einer nicht. Keine Wissen hat, die sind nicht gleich. لأنك تعبد الله عز وجل على يقين وعلى علم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة البصيرة هي استفسن you can say that الله عز وجل anbetest und das kein Wissen und vor dem عبادة kommt allererstens was العلم الله عز وجل يقول فعلم musst du wissen فعلم und auch kann sein dass du beten willst. Aber wenn du kein Wissen über das Gebet hast, wie kannst du beten? Und auch genauso, wie kannst du auch Hajj machen oder fasten oder Zakat geben? Das heißt, Wissen ist Schlüssel, Al-Miftah. Miftahu, Al-Dunya, Miftahu, Al-Akhira. Al-Ilm, dass man nach Wissen strebt, ist wie gesagt eine Sache, die richtig sehr, sehr wichtig ist. Letztes Mal sind wir, wo Al-Sheikh Rahimahullah Muhammad ibn Abdullah sagte. Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Qala Imam al-Najri, aduhu al-Quburiyyin, Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi al-Najri, Rahimahullah ta'ala, i'lam arushadaka Allahu liqa'atih, أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده
مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة كما قال الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Wisse, möge Allah dir die Fähigkeit zur Gehorsamkeit ihm gegenüber geben, dass die Hanifiyya, die Religion Ibrahims, derart ist, dass du Allah Azza wa Jalla allein anbetest und die Religion aufrichtig nur für ihn widmest, so wie Allah sagte, und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen sollen. Und wenn du daher begreifst, dass Allah dich zu seiner Ibadah erschaffen hat, dann wisse, dass Anbetung keine Anbetung ist, solange sie nicht von Tawhid begleitet wird. Ähnlich ist das Gebet kein Gebet, solange es nicht von der rituellen Reinheit begleitet wird. Falls deshalb Schirk in jemand seine Anbetung hineingelangt, zerstört er die Anbetung, genauso wie die rituelle Unreinheit die Reinheit zerstört. Wenn du daher verstehst, dass Schirk jemandes Anbetung, wenn man sie miteinander vermengt, zerstört, die Handlung ungültig macht und dafür sorgt, dass der Schirkbegehende für Ewigkeit im Feuer bleiben wird, dann wirst du verstehen, dass die Erlangung von Wissen hierüber die wichtigste Sache ist, wozu du verpflichtet bist. Allah wird dich vielleicht damit von dieser Falle des Zuschreibens von Partner ihm gegenüber befreien, worüber er sagte, wahrlich Allah wird es nicht vergeben, dass ihm Götter zur Seite gestellt werden, doch er vergibt, was geringer ist als dies, wem er will. Dies kann durch die Kenntnis von vier Prinzipien, die Allah in seinem Buch erwähnt, erreicht werden. Bismillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Das heißt, der Bruder hat alles schon gesagt. Braucht man nicht weiter zu vortragen. Ne? Aber Alhamdulillah, al-Sheikh rahimahullah sagte, i'lam, arshadak Allah. Hada du'a'un min al-Sheikh rahimahullah. Dass du mit ihm bist, dass du vor ihm bist und er macht mit dir Dua. Lahada qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Also, immer nach jedem Vortrag, den wir halten, yuqalunana, wird uns gesagt, qumu maghfuran lakum. Das heißt, gleich nach dem Vortrag, Allah azza wa jalla vergibt uns unsere Sünden. Das reicht uns, wenn wir nur das bekommen. Und dazu auch, dass du Al-Aqida lernst. Deshalb qala al-Sheikh rahimahullah, i'lam arshadak Allah. Der macht mit dir Dua. Und al-Sheikh rahimahullah, der ist 5 Jahre lang schon gestorben. Aber wir kommen heute und natarraham al naqulu rahimahullah. Und hadi sadaqatun jariyatun lahu. Wal rahamatu tassiluhu. Diese rahamat, was wir auch ihm geben, er bekommt auch in sein Grab. As-Sadaqatu al-Jariya. Qala al-Sheikh i'lam arshadaka Allah. Yani, anna al-Hanifiyya millata Ibrahim. Al-Hanifiyya ist, also sprachlich heißt, antazira ani al-Shar. Antazira ani al-Shirk. Al-Hanifiyya dinu Ibrahim alayhi salam. Und wir wissen genau, Dinu Allah Azza wa Jal, Dinu Islam. Kama qala Allah Azza wa Jal, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah Azza wa Jal يقول كذلك إن الدين عند الله
الإسلام. ويقول الله عز وجل كذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Wir sagen immer, muss man stolz sein, dass wir Muslime sind. لأن الإسلام ist حياة, Leben. الإسلام ist ein Seele. Das heißt, jemand, der ohne Islam stirbt, ما له لا شيء. Er wird nichts bekommen, subhanallah. لهذا the best Gabe, die beste Name, was uns Allah Azza wa Jal gegeben hat, al-Islam, dass du Muslim bist. Deshalb, al-Sheikh rahimahullah, er hat also die meisten Bücher, was er geschrieben hat, es geht nur um Tawhid und auch um Aqidah. Qala Allah Azza wa Jal, thumma awhayna ilayka. Ya Rasulullah. Al-Rasul hat auch Offenbarung bekommen. Awha Allah Azza wa Jal ila Rasulih sallallahu alayhi wa sallam. ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم. Also wir folgen auch ملة إبراهيم عليه السلام. لأن إبراهيم أبو الأنبياء. Der Vater der Gesandten. إبراهيم عليه السلام كان مسلم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. Und die meisten von Christen, Juden sagen, إبراهيم war auch Jude. إبراهيم war auch Christ. نقول إن إبراهيم كان مسلما. لأنه warum? Weil er auch nach Tawhid gerufen hat. Und alle Gesandten und alle Propheten, die haben nach Tawhid gefragt. Also meine ich hier, also gerufen. La ilaha illallah. Hadihi kalimatu al-Tawhid. Fa'Allah Azza wa Jalla yaqul thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana min al-mushrikin. Al-shirk dhulmun adhim kama qala Allah Azza wa Jalla. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن الشرك so الله عز وجل vergibt الشرك nicht. Kann sein, dass er anderen Sachen vergibt, aber الشرك لا يغفره. كما قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Deshalb, liebe Bruder, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sowas auch lernt. Weil es gibt manche Leute, die denken, dass die im richtigen Weg sind, aber Masakin. Deshalb, solche Leute, Al-Shaytan liebt diese Leute. Besonders wenn die auch dazu auch Al-Bida'a machen. Warum? Jemand, der Bida'a macht, er denkt miskin, dass er im richtigen Weg ist. Und Shaitan, er sagt, okay, du bist der Beste. Als Shaitan kommt zu dir, weil du nach Tawhid rufst, weil du mit La ilaha illallah leben willst. Der andere bedenkt, dass er, wie gesagt, auch Muwahhid ist, lakin nebenbei er macht viel Schirkiyat. Sogar Al-Shirkul Akbar, der ihn von Al-Islam rausbringt. Kal-Quburiyin, mithalem. Oder mit Leuten, die auch Tawassul machen. Und die denken, dass die immer noch Muslime sind. Deshalb, هنا قال الله عز وجل كذلك وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلم سبحان الله لأن إبراهيم عليه السلام أين فون ذا فون بستن قزان أولو العزم أولو العزم زند نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ونزوك أوخ إبراهيم عليه السلام خليل الله عز وجل خليل الله عز وجل أبا Wir sagen immer, dass der beste Mensch ist, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كما قال هو عن نفسه الحديث الذي جاء في مسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه قبره وأنا أول شافع المشفع. Ich bin der erste Mensch, der von seinem Grab aufsteht. Und ich bin auch der erste Mensch, der auch Schafa macht. Weil in يوم القيامة jeder wird nach seinem Nafs rufen, nafsi, nafsi, illa Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, er wird nach seinem Umma rufen, ummati, ummati.
Allahumma cealna nettebi'u khutah. Fa qala kadhalika ash-shaykh wa millata ibrahim. Ma hiya millatu ibrahim? Millatu ibrahim an ta'budu Allah azza wa jalla 'ala al-khutah bi ikhlas. Dass du Allah azza wa jalla mit Aufrichtigkeit anbetest. Weil ohne Ikhlas unsere Taten werden nicht angenommen. Wir haben das öfter gesagt. Al-Ikhlas, ohne Ikhlas werden die Taten von uns nicht angenommen. Wir haben öfter gesagt, es gibt zwei Bedingungen. Wann Allah azza wa jalla von uns die Taten annimmt. Qulna, die Aufrichtigkeit. Wattibah, oder die Mutabah. أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمروا كما قال الله عز وجل وما أمروا إن سورة البينة نمفوف وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين كان زين dass jemand إخلاص hat aber er folgt nicht Muhammad صلى الله عليه وسلم genau wie die Leute die so viel sind. Wir sehen, dass die so viele Leute, die weinen, die machen viele Sachen, die kann sein, dass wir das auch nicht machen. Ja. Aber die Frage ist, ob diese Tat, was die machen, hat Rasulullah gemacht. Wenn das nicht, dann diese Tat wird nicht angenommen. Und auch kann sein, dass einer von uns Rasulullah richtig folgt. Wenn du ihn siehst, du sagst, MashaAllah, sein Bart bis sein Bauch, richtig Sünder. Aber er macht das nicht mit Ikhlas, ohne Aufrichtigkeit. Genauso wird auch die Taten von ihm nicht angenommen. وَمَا خَلَقَنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ إِلَّا لِنَعْبُدَهُ mit Ikhlas. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُهُ. Schau mal hier, ist auch ein Beweis, dass die Jinn waren vor uns hier auf der Erde. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ Schau den Jinn und die Menschen, du bist auch einer von den Menschen. Weil immer wenn du hörst, ma khalaqtul jinna wal ins, ich bin ein Mensch. Allah Azza wa Jal, er redet nicht nur mit Muslimen. Allah hat den Menschen erschaffen, damit sie ihn dienen. Weil es gibt manche Brüder immer noch, die denken, Al-Islam ist nur für uns. Al-Islam ist für alle Menschen. Alle Menschen. Ob die wollen oder nicht. Denn Allah Azza wa Jal, radiya an hadad din. Dass die Menschen diese Religion folgen müssen. Und wenn, das ist auch ein Schande, wenn man weiß, dass andere Machlukat, alle andere Lebewesen, die beten Allah Azza wa Jalla an. Kama qala Allah Azza wa Jalla, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Alle Lebewesen, alles was man denkt, die beten Allah Azza wa Jalla an. Und als Mensch, nicht. Wie kann das sein? Wie kann sein, dass ein Baum oder ein Stein betet Allah Azza wa Jalla an und du als Mensch nicht? Wie kann sein, dass Allah Azza wa Jalla hat dir alles gegeben, damit du ihn anbetest? Sakhalaka kulli shay'in, hat für dich alles vorbereitet, damit du nicht in Yom Qiyamah ihm sagst, ja Allah, ich könnte nicht Sujud machen oder Rukur machen. Er hat dir alles. Und auch Beweis. In Yawm al-Qiyamah, du wirst also Rukur und Sujud machen, aber du kannst nicht. Yawm yukshufu an saqin, fayud'auna ila sujudi, fala yastati'un. Das heißt, du wirst sogar auch als Sujud oder Rukur machen, aber du kannst nicht mehr. Warum? Du hast nicht im Dunya gebetet. Allah Azza wa Jalla hat hier diese Gelenke, ja, dass du Sujud machen kannst, dass du Rukur machen kannst. هذا ليس هباء منثورا. Nicht einfach so hat uns Allah Azza wa Jal also erschaffen. Hat uns erschaffen, damit wir ihn anbeten. Allah Azza wa Jal قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Das heißt, العالم, dieses Universum, sagt لا إله إلا الله, außer einer, der nicht will. كما قال عمر Ibn Khattab radiallahu anhu, und die Geschichte ist bekannt, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er hat mit einem Kamel geredet. Hadith Rawi Ahmadin fi Musnadihi.
Die Geschichte ist so. Yani kam Rasulullah mit seinen Sahaba. Und auf einmal kam ein Araber und sagte, Anqidni ya Rasulullah, rette mich ya Rasulullah. Und schon mal, subhanallah, da haben wir Glück gehabt, dass die unter die Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Immer wenn die Kleinigkeiten haben, er kommen die zu ihm. Und sagte, Anqidni ya Rasulullah, rette mich ja Rasulullah. Und dann Umar al-Khattab sagte ihm, was ist los? Auch bei Kleinigkeiten kommt ihr zu ihm. Sagte ihm, Laqad haja aliyya ba'iri. Mein Kamel ist richtig sauer geworden. Und sagte ihm, Umma ba'lu Rasulullah sallallahu alaihi wa ba'iruk. Was hat das mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu tun? Wenn deine Kamel sauer ist, was hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu tun? Und dann sagte Rasulullah, anka ya Umar. Lass ihm ja Umar. Und dann verkam Rasulullah, ist aufgestanden und direkt zu diesem Garten, wo diese Kamel ist. Abu Bakr, radiallahu anhu, der war dabei. Aber der war der Erste, der in diesem Garten war, wo diese Kamel ist. Dann sagte Abu Bakr, ja Rasulullah, besser, wenn du nicht reinkommst. Der Bruder hat recht. Diese Kamel richtig sauer. Habt ihr einmal einen Kamel gesehen, der richtig sauer ist? Ich habe einmal gesehen, subhanallah. Dann habe ich an diesem Hadith gedacht. Richtig sauer, subhanallah. Also sein Zungo hier. Hier ist richtig. Er will heiraten. Besonders wenn er heiraten will. Gott, da kannst du ihn nicht halten. Wallah, kannst du ihn nicht halten. Wallah, ich habe an diesem Hadith gedacht, subhanallah, als ich ihn gesehen habe. Hauptsache, Ar-Rasulullah, der wollte zu ihm. Und dann Abu Bakr war erst, er sagte ihm, ja Rasulallah, besser nicht reinkommen. Ein Ba'ir, richtig sauer. Faqala lahu Rasulullah sallam, anka ya Aba Bakr, lass mich. Und fashakhisat al-absar. Shakhisat al-absar heißt, dass die machen nur so. Das ist eine Sache, die richtig nicht normal ist. Und die haben immer Sorgen um Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehabt. Und Al-Jamal, in Ha'ish, richtig sauer. Fadakhal al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ist reingekommen, faja'a Al-Jamal, direkt zu ihm. Und dann auf einmal kam Al-Jamal zu ihm und hat seinen Kopf an die Schulter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sagt, fabaqiya. رأس الجمل على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يهات so ein paar Minuten auf seinen Schultern. Was macht dieser Kamel? يشتكي صاحبه. Er beschwert über seine Besitzer. Über seine Besitzer. Das heißt, hier, was kann man auch lernen? Dass Muhammad صلى الله عليه وسلم er kann auch die Sprache der Tiere. Und ihr müsst auch wissen, wir wissen genau, dass Suleiman a.s. hat diese Wunder gehabt. Er kann mit Tieren reden. Ar-Rasulullah hat auch das gehabt. Das heißt, jede Wunde, der ein Gesandter gehabt hat, automatisch hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Danach sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich wollte nur kommen, wo sie diese Beweis, dass jede also weiß genau, dass Allah Azza wa Jal gibt oder existiert. Hauptsache kam und sagte, Aina huwa sahibul ba'ir. Wo ist dieser Besitzer von diesem Ba'ir? Sagte, ha ana da ya Rasulullah, ich bin hier. Faqalahu ba'iruka yashtakik. Dein Ba'ir, dein Kamel beschwert über dich. Du tragst auf ihm richtig viel Last, aber du gibst ihm wenig Futter. Dann sagte Umar al-Khattab, ja Rasulallah, diese Kamel weiß genau, dass du Gesandter bist. Sagte Allah, jeder weiß, dass ich ein Gesandter bin, außer ein Mensch, der Kafir ist und wenn ich an mich glaube. Subhanallah. Und wir haben viele Geschichten über Tiere, dass auch ein Taube kam zu ihm, zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass auch ein Wolf kennt er auch Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man stellt nur, ma khuliqna illa lina'abud Allah Azza wa Jal. Und es ist ein Schande, wenn Allah Azza wa Jal dich erschaffen hat,
und betest du ihm nicht an. Na, wa qulna bi anna Ibrahim alayhi salam abu al-anbiya. Abu al-anbiya, qala azza wa jalla, wa ja'alna fi durriyatihi an-nubuwwata wal-kitab. Das heißt, von Ibrahim a.s. kamen viele gesandten Propheten. Viele. Yani die meisten Gesandten kamen von Ibrahim a.s. außer Muhammad s.a.w. kam von Ismail a.s. Das sagen die Kuffar, die haben gewusst, dass ein Gesandter kommt nach Isa a.s. Denn Isa baschara bihi. Ismuhu Ahmed, kama qala Allah azza wa jal. Aber die haben nicht erwartet, dass er von Al-Hijaz kommt, dass er von Araber kommt. Die haben immer gewartet, ein Gesandter wird nochmal auch von Dhurriyat Ibrahim alayhi salam. Das steht auch alles im Koran. Die kennen ihn richtig. Aber als er kam, die haben ihm also geleugnet. Hada fa al-Sheikh rahimahullah yani allamana anna ad-din al-hanif huwa din al-islam wa ma khalaqa Allah azza wa jalla illa lina'budahu wal ibada anwa'. Es gibt verschiedene Arten von Ibada. Es gibt eine Ibada, die innerlich ist. Adhkar, das du dicken machst. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حديث رواه البخاري. Was ist dein Belohnung, wenn du das 100 Mal sagst? Also wenn du das sagst 100 Mal, musst nicht hintereinander sein. Du kannst in einem Tag diese Dua sagen. Dass du genau wie du, wenn du 10 Sklaven befreit und 100 Hasanat, die werden gelöscht. Und 100 Hasanat, die werden gut geschrieben. Und du bist den ganzen Tag geschützt von Allah Azza wa Jal. Und die vierte ist, wer wird noch besser als du? Einer, der mehr als 100 Mal gesagt hat. Einfach. Die Ibadatun, eine Bilisan. Einfach. Manchmal sind wir in Praxis, genau wie jetzt zum Beispiel. Du wartest eine Stunde. Eine Stunde und du sagst, ach, mache dicker nach eine Stunde. Und wenn du eine Stunde dicker gemacht hast, Alhamdulillah. Aber manchmal, wie du bist da, du hörst nur, das war's. Diese, sag Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Wir verschwinden so viel Zeit, subhanallah. Obwohl Rasulullah Islam sagte, Ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas. Das heißt, zwei Gaben, viele Menschen, die schützen nicht diese Gaben, die uns Allah Azza wa Jalla gegeben hat. As-siha, Gesundheit. Wal-farach, Zeit. Gesundheit. Frag mal einen Bruder, der nicht lesen kann oder blind ist oder behindert ist und so weiter und so fort. Und du sagst, subhanallah, alhamdulillah, alladhi afana mimma abtalahu, kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Manchmal, du siehst auch einer, der behindert ist, nicht laufen kann oder blind ist, sagt, ja, so, der ist so. Nein, du musst immer so sagen, alhamdulillah, alladhi afana, du musst sagen, dass Allah dich also geheilt oder diese Heilung gegeben hat. Denn das Sicha bringt dir alles. Allah, mit der Gesundheit kannst du alles bekommen. Viele Leute, die haben viele Geld, aber die haben keine Gesundheit. Frag ihm, was du möchtest in diesem Leben noch. Er würde sagen, einfach nur Gesundheit. Und Zeit auch. Wie viel von unserer Zeit einfach nur weggehen, subhanallah. Also pro Tag, wir sind am Tisch so beim Essen, vier Stunden. In Toilette, du bist drei Stunden.
im Bett, du bist 7 Stunden. Also 7 Stunden mindestens. Es gibt manche Brüder, die schlafen 13, 14 Stunden. Du sagst, ah, ich bin immer noch müde, Bruder. Nach 14 Stunden bist du immer noch müde. Na, قال الله عز وجل كذلك عن إبراهيم عليه السلام قال إني جاعلك للناس إماما إني جاعلك للناس قدوة إماما فوبلت لأن الله عز وجل alle gesandten Propheten sind Vorbild für uns und jeder Prophet und jede Gesandte hat viele Eigenschaften, die von ihm auch lernen können. إبراهيم عليه السلام كان إماما كان قدوة وقال الله عز وجل كذلك إن إبراهيم كان أمة سبحان الله أمة heißt meine ich damit nur die mit richtigen Benehmen mit richtigen Charakter und يقتدى به man muss ihn auch als Vorbild nehmen لأن إبراهيم عليه السلام يعني كان كذلك مسلما الرسول صلى الله عليه وسلم hat ihn auch gesehen in الإسراء والمعراج hat ihn auch gesehen und sagte إنه شبيه بأخيكم das heißt sagt sieht ähnlich aus wie eure Brüder damit gemeint ist رسول الله صلى الله عليه وسلم das heißt الرسول صلى الله عليه وسلم sieht ähnlich aus wie إبراهيم عليه السلام. Und wir haben auch viele Sachen von Ibrahim, Al-Hajj, diese Köpfe, was man schlachtet, ist auch von Ibrahim, Al-Hajj. Ja? Nein. Ibrahim, Kagiri, wie alle Propheten, die sind, oder die wurden hier, also geschickt, damit die nach La ilaha illallah rufen. Kama qala Allah Azza wa Jal. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الطاغوت هو كل شيء يعبد من غير الله عز وجل هذا هو الطاغوت الطاغوت جاءت من فعل طغى يطغو أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أما الشرائع الأولى يعني Die Schrei, wie in Zeit von Adam a.s., Ibrahim a.s. und so weiter und so fort, wie Al-Halal und Al-Haram, yani manche Sachen wurden aufgehoben, Nussichet. Genau auch bei uns. Zum Beispiel, Somo Ashura war für uns Pflicht. Aber kam Ramadan, wurde aufgehoben, dieser Tag, ist freiwillig geworden. Bevor Ramadan kam, keine Saum und Ashura für Muslime, Pflicht musst du an diesem Tag also fasten. Und auch, es gibt An-Nasikh und Mansukh. Es gibt manche Ayat, die im Koran sind. Nusikha, Hukmuha. Dieses Urteil wurde aufgehoben. Zum Beispiel in einer Ayah in Surat al-Nisa, wenn eine Frau Zina gemacht hat, was war ihre Strafe? Ihre Strafe muss man die zu Hause sperren, bis sie stirbt, bis zum Tod. Gab es noch nicht Ar-Rajm. Das heißt, ein Ayah ist immer noch im Koran, aber wurde aufgehoben. In Zeit auch von Musa alayhi salam. Wenn du dein Taube zeigen willst, musst du Selbstmord machen. Bei uns ist verboten. Das heißt, es gibt viele Sachen, die von Sünder kamen und wurden aufgehoben. Und auch genauso auch im Koran. Aber es gibt manche, die sind aufgehoben, ist nicht mehr im Koran und auch nicht mehr in Sunna. Kama qalat Aisha radiallahu anha,
Wenn eine Frau ein Kind stillt, wann wird dein Bruder oder deine Schwester es, wenn sie von dieser Frau 10-mal gestillt hat? 10-mal gestillt hat. Das heißt, 10-mal muss sie satt sein oder satt werden. Nicht einfach nur und das war's. Nein, muss richtig. Wie kann man das selber saugen? Saugen? Stillen. Nicht saugen. Ja. Das heißt, stillen. Yani كانت يعني عدد الرضاعات muss man 10-mal von einer Frau stillen, dann diese Mutter ist deine Mutter geworden. Und diese Kinder von dieser Mutter sind dein Bruder und deine Schwester. فقالت عائشة رضي الله عنها wurde aufgehoben auf 5-mal. 5 رضاعات. 5-mal stillen, dann wird diese Frau deine Mutter sein. Na. Allah Azza wa Jalla khalaqana, wie gesagt, hatta na'buduhu. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, annakum ilayna la turja'u. Kann sein, dass Allah Azza wa Jalla einfach nur so umsonst erschaffen hat, dass man einfach nur isst, trinkt, heiratet, Kinder bekommt und das was? Wie die anderen, wie die auch denken, wenn wir sterben, dann khalas, unsere Seele wird ein Hund bekommen oder ein Esel bekommen oder solche Märchen, was wir fast jeden Tag hören. Nein. نحن نقول بأن بعد الممات هناك حياة. Nach dem Tod gibt es das echte Leben. كما قال الله عز وجل في سورة الفجر. يا ليتني قدمت لحياتي. يا ليتني قدمت لحياتي. Das heißt, diese حياة ist hier. Diese حياة, was wir jetzt haben, ist nur eine Brücke. قنطرة. حتى تعيش في الحياة الأزلية. Ja, das du für Ewigkeit dort. Also lebt entweder في جهنم أو في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. Deshalb, lieber Bruder, man kann nicht ohne Ibadullah Azza wa Jalla leben. Denn diese Fitra. Wie kann sein, dass du einfach so lebst, ohne Allah anzubeten? Wie kann sein? Solche Fragen kannst du jemand stellen, der nicht Muslim war. Obwohl jeder von uns ist als Muslim gekommen. Aber der ist in eine Familie miskin gelandet, die Kuffar sind. كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فوالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ما قال أو يسلمانه. Wenn du als Muslim kommst. Aber du bist bei Familie, die Nachname John hat, heißt, oder Peter oder Timo oder solche Namen, da bist du miskin, Christ oder Jude oder sogar auch nichts, Atheist. Es gibt manche Leute, die sagen selber, ich bin selber Gott. Es gibt auch solche Leute, die solche Gedanken. Da Kinder Muslimin, ya'budun Allah Azza wa Jalla ala yaqin. Weil wir genau wissen, dass diese Fitra. Wie kannst du auch, weil es gibt immer manche Leute, die stellen diese Fragen. Wie kannst du, oder wie gibst du mir eine, oder wie kannst du mir erklären, dass Allah existiert? Ja, du bist selber ein Beweis, dass Allah existiert. Deine Seele ist ein Wunder. Dass du läufst, ist auch ein Wunder. Es gibt manche Leute, die benutzen ihre Qul, aber nicht in ihre Stille. Deshalb, Allah Azza wa Jal, yani, khalaqana, wa razaqana, wa dabbara amrana.
Wir wissen genau, dass Allah uns erschaffen hat. Wir wissen genau, dass Allah auch Rizq gibt. Wir wissen auch genau, dass Allah yudabbirul kawna kullahu. Weißt du? Sogar diese Aqida, Al-Kuffar von damals haben die gehabt. Allah haben gehabt, sie haben Rububiyya gehabt. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Automatisch, die machen keinen Gedanken. Das heißt, besser als von heute. Sogar manche denken, dass die Muslime sind. Aber nebenbei, die machen viel Schirk. Und die löschen diese La ilaha illallah automatisch. Deshalb habe ich euch von Anfang gesagt, dass man Wissen sammelt, ist sehr wichtig. Es gibt immer noch Leute, die denken, dass die Messakin Muslime sind. Aber wenn sie in Yom Qiyamah kommen, na, يقول الله عز وجل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله عز وجل ob du ihn anbetest oder nicht, antal khasir. Du bist der Verlierer. Allah braucht deine Beten nicht, aber du brauchst das. Deshalb habe ich von Anfang gesagt, dass du musst wissen, warum Allah dich erschaffen hat. Ida kanat baqara, Hadith al-Bukhari. Wenn ein Kuh weiß genau, warum Allah dich erschaffen hat. Aber du als Muslim weißt du nicht, es ist ein Schande, Aib. Qala sallallahu alaihi wa sallam. Und Hadith fi Bukhari, annahu kana ma'a ashabi, der war mit seinen Sahaba, radiallahu anhu. Und qal, كان في من كان قبلكم رجل فوقش من بني إسرائيل ركب بقرة ist auf einen Kuh geritten. Diese Kuh sagte ihm, Allah Azza wa Jalla hat mich nicht für das erschaffen. فقال بقرة تتكلم ان بقرة ein Kuh geredet. Subhanallah. Schau mal, Al-Baqara weiß genau, warum Allah Azza wa Jal sie erschaffen hat. Sie macht ihre Aufgabe. Sie hat ihm gesagt, Allah Azza wa Jal hat nicht mich erschaffen, damit du auf mich reitest. Allah Azza wa Jal hat mich erschaffen, damit ich hatta abqura al-ard, damit ich die Erde grabe. Und dann Al-Rasulullah sagte, وأنا أؤمن بهذا. Dass ein Kuh redet. Ich glaube, dass diese Geschichte, glaube ich. ثم قال وأبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر die waren nicht dabei. Aber er weiß genau, wenn er etwas sagt, die glauben ihm 100%. Obwohl die nicht dabei waren, sagte أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. Sallallahu alaihi wasallam. Weil er weiß genau, wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas sagt, keine Zweifel. Sami'na wa ata'na. Kama qala Abu Bakr radiyallahu anhu, als er gefragt wurde, dein Freund behauptet, dass er im Himmel war. Das ist auch ein Beweis, dass Allah azza wa jalla fi sama'. Dass dein Freund behauptet, dass er im siebten Himmel war. Hat nicht so viele, nicht philosophieren, wie kann das sein oder so. Hat nur die weitergefragt. Hat er das gesagt? Qalu na'am, der hat das gesagt. Qal ida qala faqad sadaq. Wenn er das gesagt hat, dann hat er einen Punkt. Sallallahu alaihi wa sallam wa radiya ala as-sahaba. ثم قال الشيخ رحمه الله فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كان مع التوحيد. Das heißt, alles was man sieht,
diese so viele Leute, die tanzen, diese so viele Leute, die auch hier Messer hier rein und hier raus und die bestrafen sich selber, weißt du? Alles, was man sieht, die hier ist das Leben. Ein Asl-Leben, der ist Tawhid. Wenn die nicht diese Fundamenten von Tawhid haben, das ist keine Ibadah. هل عبد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أب الرسول صلى الله عليه وسلم هات الله عز وجل من تيزة عبادة أنجبتت؟ الله ينشت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله على بصيرة عبد الله عز وجل من تفسن أن مش einfach mit sein هوا mit Neigung nein mit Wissen mit علم والعبادة تحتاج دائما إلى يقين Gewissheit. لهذا قال الشيخ فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة سبحان الخالق كان أين فون أنس يس بيت أنوضو نعم كان نشت wenn du beten musst du wudu machen. Wenn du betest ohne Wudu, dein Gebet wird nicht angenommen. Wenn du sogar das auch extra machst, Abu Hanifa sagt, dass du ein Kafir bist. Wenn du sagst, ich bete so, ohne Wudu, und du weißt genau, dass du kein Wudu hast, sagst du, ja, habe ich heute Lust, dass ich ohne Wudu bete. Du bist ein Kafir. Der Qaul Abu Hanifa ist an die Leute, die sagen, dass die Abu Hanifa folgen. Abu Hanifa sagt, jemand, der kein Bart hat, ist fasiq. Der darf nicht vorbeten. Abu Hanifa sagt, einer, der sagt, dass Allah überall ist, ein Kafir. Und viele, viele Aussagen. Aber die meisten Leute, die wollen nur verstecken hinter Abu Hanifa, rahimahullah. Und sowas darf man nicht. لأن العبادة كما قلنا تحتاج إلى توحيد. لا تسمى عبادة إلا إذا كانت على توحيد. وأن تعلم كلمة لا إله إلا الله ما معناها وأن تعلم كذلك ما هي نواقض الإسلام دي أوسلوشة des إسلام so was muss man lernen والله manchmal du redest mit jemand und du sagst ihm nur hast du ein bisschen Aqida gelernt du sagst was ist das denkt Aqida ist ein Tisch so. Denkt also sein Kopf ist nur Essen. Weißt du? Akida? Nein, schon lang habe ich nicht gegessen. Ach ja, Akida, ja, das ist das, was du meinst. Ja, Akida. Die denken, es kennen so Couscous und was. Subhanallah. Al-Ibadah la takun illa bit-tawhid. Al-Quran, Jamia, Al-Quran. Yani min Fatiha ila al-Nas. يعني يتكلم الله عز وجل على توحيده أسمائه وصفاته und die schau mal Allah عز وجل hat uns selber die Namen und Eigenschaften von ihm gezeigt damit wir ihn kennenlernen na وكما قلنا أن لا يعبد الله عز وجل على جهل من جهل كان سمش الله عز وجل كشيش عن بيتنا لا بد أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه مسلم Das heißt, wenn du etwas im Islam reinbringst, was nicht Islam gehört, Sie werden nicht von dir angenommen. Denn der Islam, und schau mal, sagt Allah so, Al-Yum akmeltu lakum dinakum, akmeltu wa atmemtu. Zwei. Nicht nur akmela, wa atmema. Das ist genau wie, du hast diese 10, diese Packung von Eier. Ja? يعني اليوم أكملت كامل diese Eier. Wie viel hast du? 10 Stück, oder? 10 Stück. Diese Verpackung ist
Kamila. Aber kann sein Stämme. Wenn einer fällt, das heißt Stämme nicht, hast du nur neun. Das gebracht oder gekauft, nach Hause auf, machst du auf, findest du nur neun Stück. Das heißt Kamila, aber nicht Stämme. Nicht vervollständigt, oder? Aber komplett richtig. Du denkst, du hast eine Packung von Eier gekauft, nach Hause findest du ein oder zwei Stück Fehl. Das heißt Kamila, aber nicht Tamme. Aber Al-Islam, Kamil wa Tam. Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. نعم. فلا يعني فلا يقبل العمل إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: إن كان القرآن سيد غاي زخي إما لي بن باي. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة مع الزكاة. ويقول الله عز وجل كذلك واطيعوا الله واطيعوا الرسول ويقول الله عز وجل كذلك أخ عن الشكر أن يشكر لي ولوالديك الشكر شكر الله عز وجل وشكر الوالدين صحيح تزيد غاي إما مما عند يذكر الله عز وجل الصلاة الزكاة أطيعوا الله أطيعوا الرسول أن يشكر لي ولوالديك يعني ganz Koran auch immer wenn Allah azza wa jalla erwähnt wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yani ta'atullah la takunu ta'atullah illa bi ta'ati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam weil diese Brücke fällt dass du la ilaha illallah verstehst du musst machen schlafen folgen weil er hat uns diese la ilaha illallah erklärt. Ohne ihn kannst du das nicht verstehen. Na. Wow. Kuffar Quraysh, die Kuffar von damals, wie gesagt, die haben richtig La ilaha illallah verstanden. Wie verstanden, subhanallah. Wenn die verstanden, dann sind sie auch Muslime. Aber die Geschichte ist nicht so. Erstens sagt Allah Azza wa Jal, قالوا لو شاء ربنا. Schau mal, قالوا لو شاء ربنا الربوبية. Wir haben das gewusst. ربنا قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. سورة فصلت. يعني زينجيمين sagt Allah Azza wa Jal, sie sagten, wer? كفار قريش. Sie sagten, wenn unser Herr gewollt hätte, hätte er Engel herabgesandt, so verleugnen wir das, womit ihr gesandt worden seid. Ja, die 100, also versteht man, dass die Ar-Rububiyya richtig verstanden haben. Also Rabbuna und auch Yuqrinuna hada bit بالربوبية هو أن الله عز وجل هو الخالق ذات هيمن من جهاد أشاف ذات أنس أو أشاف هذا دي فيسن بس ولئن سألتهم وين دي فخاكس ذات تهيمن من جهاد أشاف ذات زعلن الله أبا الربوبية هدي نشت als Muslime gemacht. Obwohl die Rububiyya gemacht, also gewusst haben, aber sind kein Muslim, subhanallah. Und die meisten, die denken, La ilaha illallah heißt, La ilaha illallah heißt, Allah hat uns erschaffen. Falsch. Allah hat uns erschaffen, genau. Aber das ist nicht die Bedeutung. Du sagst, ja, was ist La ilaha illallah? Ja, Alhamdulillah, dass Allah uns erschaffen hat. La ilaha illallah. لا معبود بحق إلا الله. Warum? Weil die Kuffar, لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى لا إله إلا الله.
hat die auch mit denen auch Dawa gemacht, dass sie richtig La ilaha illallah auch verstehen. Aber da haben gesagt, nein. Wisst ihr warum? Die haben ihm gesagt, nein. Weil die haben richtig, deshalb habe ich euch gesagt, dass die La ilaha illallah verstanden haben. Damit gemeint, die wissen genau, wenn die diese La ilaha illallah folgen, damit gemeint, die dürfen nicht mehr Hubel und Mana anbeten. Und das wollen die nicht haben. Deshalb haben sie ihm gesagt, nein, wir folgen das nicht. Wie kann sein, dass wir La ilaha illallah folgen, lassen wir unser Götzen. Das heißt, die haben richtig La ilaha illallah. Was ist damit gemeint? Besser als viele Leute, die denken, dass sie Muslime sind und die haben nicht La ilaha illallah verstanden. Was heißt das? Allahu khalaqana. Nein, Allah hat uns erschaffen, aber was hast du verstanden mit La ilaha illallah? Ma hiya shurutu La ilaha illallah? Welche Bedingungen hat diese La ilaha illallah? Wenn du das hast, so wirst du auch sterben. كما قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. عندك حديث من كان آخر كلامه خالصا من قلبه دخل الجنة. كان زين dass du das sagst, aber ob du das verstanden hast oder nicht, das ist die Frage. Besonders wenn du am Sterben bist, dass du لا إله إلا الله sagst, والله ist nicht einfach. لأنك ترى ما لا نرى. Du siehst, was wir nicht sehen. وأنتم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Du siehst الملائكة. Du siehst ملك الموت von weit. Dass nur wartet, damit deine Seele wegmacht. Das heißt, wie kannst du einfach La ilaha illallah sprechen, wenn du nicht mit La ilaha illallah gelebt hast? Kann man nicht. Deshalb, wenn einer von uns neben einem Bruder, der am Sterben ist, von Sünde, dass man ihm sagt, قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Weißt du? Wenn er das sagt, dann lass ihn. Erst wenn er nochmal redet, dann sag ihm wieder, قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Damit er diese letzte Wort sagt, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Und von حِكْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ, von dieser Weisheit von Allah عز وجل auch, unser Lippen braucht man nicht zu bewegen, wie man das ausspricht. Weil es ist schwer, dass du das aussprichst. إِذَا كَانَتْ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ يعني صَعْبَةً عَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Was ist mit uns? Wenn سَكَرَاتُ الْمَوْتِ schwer vom Hauslassen war, was ist mit uns? كَانَ يَقُولْ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ. Richtig geschwitzt. Deshalb, يقول الله عز وجل, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Dieser Qawl ثابت, diese Standhaftigkeit. Wenn du richtig, also La ilaha illallah verstanden hast, du bekommst auch diese Tabat, dass du aussprichst. Sogar manche Salaf, rahimahullah, statt denen ihm, also statt normalerweise, ich muss ihm sagen, sag La ilaha illallah, der am Sterben sagt, Udhkurullah azza wa jalla. Bedenkt ihr Allah Azza wa Jalla, obwohl er am Sterben war. لَنَّوْ عَاشَ عَلَى لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ. Es gibt viele Beispiele auch. Manche, die sind am Singen gestorben. Manche am Trinken, am Sinna. Viele Beispiele. Ich kenne einen Allah, ich kenne einen Subhanallah. Alt geworden, noch nie gebetet. Und viel Geld gehabt, viel Geld gehabt. Da ist ein bisschen so verrückt geworden. Und er weint wie ein Kind. Seine Frau, wenn die ihm, also kann man sagen, wenn die ihm zur Ruhe bringt oder bringen will, er gibt ihm 100 Dirham in seine Hand. Und der macht so und dann bleibt er ruhig. Allah, so, warum? Der war nur mit Geld beschäftigt. Er bekommt 100 Dirham und er macht so und er lacht. Und er lacht. Ma salla lillahi azza wa jalla rak'a. Noch nie gebetet. Aber, kama qala sallallahu alaihi wasallam, yani, man shabba ala shi'in, shabba alihi.
Wie ist deine Jugendlich, wirst du auch so sterben. Und ich sage immer, deine Rente ist nicht, wie viel du bekommst, 1000 Euro, deine Rente ist dein Konto. Warum? Es gibt zum Beispiel Brüder, die jeden Montag, jeden Donnerstag die freiwillige Tage auch gefastet haben, die freiwillige auch Gebet haben. Aber irgendwann, wenn die alt werden, die können das nicht mehr machen und leisten. Das heißt, wenn die das nicht leisten können, Konto läuft, wenn die alt werden. Deshalb, liebe Bruder, dass die Kuffar von damals, die haben auch verstanden, was La ilaha illallah heißt. Warum? Weil die wollen nicht Allah Azza wa Jal allein anbeten. Die wollen das nicht haben. Deshalb haben die ihm gesagt, Ya Muhammad, u'bud Rabbak, watrukna na'budu ilaha. Bete dein Herr an und wir beten auch unsere Götzen an. Weil wir genau wissen, wenn wir das folgen, das heißt in diesem Fall, andere Götzen sind einfach so frei. لهذا قال الله عز وجل أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب سبحان الله und sehr gemäß sagt Allah عز وجل macht denn die Güten oder die Güter zu einem einzigen Gott, das ist für wahr etwas sehr Verwunderliches. Die wollen nicht, weil Allah sagte, dass sie ihn allein anbeten. Aber sie wollen das nicht haben. Lakin, manche Leute, die wie gesagt denken, dass die Muslime sind, Allah bis jetzt haben nicht diese La ilaha illallah richtig verstanden in Allah Azza wa Jal. Yani, kama kunna yaghfiru kulla shay'in illa shirka. Yaqul Allah Azza wa Jal, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل. الشرك wenn du mit العبادة vermischst أحبط العمل. Deine Taten werden nicht angenommen. Wie kann sein, dass du sagst, dass du Allah Azza wa Jalla anbetest, aber du sagst, Ya Hussein, Ya Ali, Ya Fulan, und du gehst auch sogar zu dem Gräber und du sagst, gib mir, ich kann nicht Kinder bekommen, bitte gib mir. Aber wenn du mit ihm redest, sagst du aber, La ilaha illallah. Was heißt das? Hada shirkum. Darf man das sowas nicht machen? هذا يخرجك من الملة. والشيخ رحمه الله قال إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. سبحان الله. إن das heißt الشرك mit العبادة passt nicht zusammen. Und deine Strafe ist für Ewigkeit in Jahannam. Khalidan fiha. Und diese Khalidina fiha muss man viel Strich unten machen, subhanallah. Denn al-Khulud fi Jahannam kann man das nicht ertragen. Kama qala Allah Azza wa Jal. Über die Leute, die Jahannam sind. Was wünschen die? Einen Tag frei machen. Die können das nicht haben. Und irgendwann, die wünschen nur, dass die sterben. Die werden sagen, Ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Ya Malik, Malik ist khazinun nar, khazinun jahannam. Ein Engel. Die wünschen nur, dass die sterben. Warum? Weil wegen dieser Strafe, was sie da haben. Die können das nicht ertragen.
Und das ist nicht für ein paar Tage oder ein paar Jahre, für Ewigkeit. ثم تأتي الإجابة. Kommt die Antwort. يقول الله عز وجل إنكم ماكثون. Ihr werdet für Ewigkeit da bleiben. Wer kann das ertragen als Mensch? Keiner kann das ertragen. Sogar auch manche Muslime, subhanallah, die sagen ja sowieso, ich werde irgendwann vom Jahannam raus. Warum mache ich von Anfang an? Warum hast du diesen Wunsch? Warum nicht Al-Firdaus al-A'la von Anfang an? Sag ja sowieso, wenn ich in Jahannam bin, dann irgendwann werde ich raus und dann ins Paradies reinkommen. Wallah, du kannst nicht einzigen, kannst du das nicht ertragen. Abu Talib, das ist die niedrigste Strafe, was er bekommt. Und das ist mit Dua Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sein Gehirn kocht. Kannst du das nicht vorstellen, subhanallah? Kann man das nicht vorstellen? Und Naru, Feuer ist schwarz. Der Zephir hat auch eine Stimme. Kann man das nicht ertragen, subhanallah? قال الله عز وجل انت اخر في لا تدخل الجنة اذا مت على الشرك ني du wirst nie das Paradies bekommen. قال الله عز وجل في سورة المائدة إنه من يشرك بالله حرم الله عليه الجنة حرم عليه الله الجنة. This is every wie Ta'lim al-Aqidah sehr wichtig ist, damit man auch Augen aufmacht. Man ta'bud, wer bittest du an? Man huwa Allah? Diese Fragen muss man auch stellen. Mada ta'rifu an asma'i wa an sifatihi? Ma hi haquq Allah? Welche Rechte haben wir gegenüber Allah Azza wa Jal? Denn es kann sein, dass jemand dich fragt und der ist nicht Muslim. Wer ist euer Herr? Was kannst du ihm sagen? Musst du ihn auch überzeugen? Und ihr kennt die Geschichte von Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu, als er bei An-Najashi war. Der hat nicht so viel Zeit gehabt. Er muss ihm in 5 Minuten oder sogar weniger Al-Islam zeigen. Was heißt Al-Islam? Damit er und die Sahaba, die mit ihm waren, frei bleiben. Er hat richtig geredet, hat ihm richtig über Tawhid geredet. Und dann An-Najashi Asmaha hat nur seine Augen aufgemacht. Das heißt, wenn du mit jemandem Da'wa machst, wie fängst du mit ihm an? Ma huwa at-tawhid wa man ta'bud? Yani kama qila li al-Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu rahimahullah. Da hat auch einer ihm gefragt, kayfa arafta Allah? Wie hast du Allah Azza wa Jal kennengelernt, dass Allah existiert? Sagte ihm, bi waraqati tut. Es gibt ein Waraqa, ein Blatt. Heißt waraqati tut. Ich weiß nicht, wie das heißt. Es ist auch ein Baum, der auch Blätter hat. In diesem Blätter oder in diesem Baum ist diese Raupe. Waraqati tut ist eine Art von Bär. Ja, sagte ihm, ich habe Allah Azza wa Jal kennengelernt nur durch dieses Blatt. Qala kif, hada, wie ist das? Sagte ihm, ein Raupe ist dieses Blatt, gibt uns was? Seide. Und ein Biene ist auch das, gibt uns Honig. Und eine Gazelle ist auch das, gibt uns Musk. Und auch eine Ba'ir
ist auch das und gibt uns Gott. Sagte von gleichem Platz, von verschiedenen Tieren und verschiedenen Sachen. Ja. Wer kann sowas machen? Außer Allah Azzawajal. Oder auch, inshallah, letzte. Einer, der sagte, ja, Ahmed, ein Hikmah in Allah Azzawajal. Wo ist die Weisheit bei Allah Azzawajal? Al-Thamara, ein Dattel, hat einen großen Baum und eine Wassermelone, groß, miskina, und sie ist nur am Boden. Das ist keine Gerechtigkeit, weil Allah Azzawajal sagte, Allah, das ist die beste Gerechtigkeit, was Allah Azzawajal macht. Sagt ihm, wie? Sagt ihm, inshallah, ich sage dir, وقد الله عز وجل ما شاء فعل, dass dieser Mensch unter diese Palmen geschlafen. Auf einmal kam ein Dattel auf seinen Kopf. Sagt ihm, stell mal vor, wenn das oben ein Wassermelone ist und auf deinen Kopf kommt, ist das keine Weisheit von Allah Azzawajal? Sagt er, Allah, du hast recht. Alhamdulillah, dass nur ein Dattel war. Wenn das eine Wassermelone, wie wird es sein, subhanallah? اللهم اجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلنا ممن لا يشرك بالله عز وجل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته